Was denn hier weitergehen ohne Dionysos? Es gäbe natürlich noch eine andere Möglichkeit, wie man die Verluste aus dem traurigen Exitus deines Wunderpferdchens ausgleichen könnte. Deine Vorschläge kannst du dir gerne sonst vorhin stecken. Du weißt ja, wo es rausgeht. Wenn du dafür sorgen könntest, dass einer deiner Gäule bei einem der nächsten Rennen auf einem der hinteren Plätze einläuft, dann kenne ich jemanden, der dafür eine ganze Menge Geld zahlen würde. Ich soll mich an einem Wettbetrug beteiligen. Wettbetrug? Was für ein hässliches Wort. Nennen wir es doch einfach eine Win-Win-Situation. Ist klar. Und wenn dann im Gremium bekannt wird, dass ich kriminelle Geschäfte mache, dann fliege ich hochkant raus, was? Also wenn das dein einziges Problem ist, darüber können wir selbstverständlich reden. Früher oder später wirst du Geld brauchen und das bekommst du nicht ohne einen neuen Erfolg. Ich hatte so Angst, dass noch was schief geht. Mach was draus, ja? Danke. Du kriegst alles mit Zinseszins zurück. Denkst du, dass Kim und dir Casanova heil angekommen sind? Mach dir nicht solche Sorgen. Emilio wird schon gut auf unsere Kleine aufpassen. Und wenn nicht, dann drehe ich den sowas von durch die Mauer. Also, auf deinen Sieg, ja? Danke. Ich werde mein Bestes geben. Ich muss jetzt los. Gottes Willen. Nicht so schnell mit den jungen Pferden. Böse Menschen behaupten, D ist das Ende des Lebens. Aber wenn man euch beide sieht, dann glaubt man wieder das Gegenteil. Ein kluger Mann hat mal gesagt, das Geheimnis einer guten Ehe besteht darin, dass man sich gegenseitig verzeiht, einander geheiratet zu haben. Schade, dass du nie so viel Glück hattest. Statt dir zu verzeihen, sind deine Frauen lieber abgehauen. Jedenfalls wünschen wir euch noch viele Hochzeitstage und viele glückliche Jahre dazwischen. Danke, das ist sehr lieb von euch. Alles Gute. Danke, Rebecca. Übrigens war derselbe kluge Mann der Meinung, dass man in der Ehe herausfindet, welche Art von Mensch unser Partner eigentlich gewollt hat. Was Falsches gesagt?